So, weiter geht's heute bei FIFA und ja, mal gucken. Wie weit sind wir denn, wie sieht es momentan mit der Tabelle aus? Wir sind aktuell nur 6, da nächste Gegner ist Viktoria Köln. Das ist Tabelle 11. 4 Rückstand auf ganz oben, auf Waldhof und Ingolstadt, beziehungsweise Waldhof, also ein Punkt Rückstand. 2, so ist ja noch alles drin, es ist ja noch alles in Ordnung. Bei Zwickau hätte ich schon gern geschlagen. Zwickau hätte ich so gerne, hätte ich schon gerne geschlagen. Das wäre so ein Gegner gewesen, wo ich die 3 Punkte hole. Jetzt müssen wir Viktoria ran. Bis war so heute. Gut, geh mal rein ins Match. Brauche jetzt nicht groß was verändern. Mache ich auch nicht. Also geht's weiter. So, auf geht's. Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Ich überspringe jetzt ein bisschen über die Vorschau, so ein bisschen, dass das Spiel reinkommt. Und heute freuen wir uns auf eine Partie aus der Liga. Das verspricht einiges. Es gibt Freundschaftsspiele, da spürt man, es ist einiges drin. Das ist kein Freundschaftsspiel, das ist sehr interessant werden. Das ist ein. Das ist kein Freundschaftsspiel, das ist ein Ligamatch. Guter Vorstoß da jetzt. Hier sind 3 Punkte, lieber Buschi. Und jetzt der Schuss. Das ist doch zum Kotzen, Alter. Das ist ja, glaube ich, gefühlt auf 50 miteinander, wo ich einen Rückstand daher bin. Genau so hatten sie sich das auch erhofft. Einfach mal kurz ausgespielt. Ey, das kann doch nicht sein, dass ich jedes Mal im Rückstand hinterher rennen muss. Unwiderstehlich drischt er den Ball hier ins Tor. Ein Strahl. Also dafür brauchst du schon eine ordentliche Schusstechnik. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Also 1-0 Viktoria. Das ist natürlich total toll. Das heißt, wir haben wieder den Rückstand, den wir hinterher rennen müssen. Platz auf Außen. Gegen Zwickau, wo ich hinterher gehe. Gegen Oldenburg. Könnte der Ausgleich werden? Nimm dir was! Szene geht weiter nach diesem Block. Was für eine Aktion! So gerade eben noch verhindert sie das Tor. Was für eine Rettungsstart. Der hat auch schon lange nicht mehr getroffen, der Junge. Ist ja vom FC ausgeliehen. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet... Und das ist doch das... Da zieht er der das ist doch wohl zu tragt, Mann! Er macht ihn. Ey, die steht 3 Mann von mir! Offen. Da haben nach sie 11 Minuten. Ihn geradezu zum Toreschießen eingeladen. Passt! 2-0. Nochmal dieses Tor. 3 Mann. Sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine große Mühe. 2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Ich kriege jetzt mittlerweile... Ich glaube, ich habe jetzt in den letzten 3... Mit dem Spiel zusammen jetzt in den letzten 3 Spielen 7 Gegentore kassiert. Er zieht ab. Es riecht nach Comeback. Lemios. 14. Minute. Dann haben sie den Ausgleich. Zumindest mal wieder ein bisschen drin in der Partie. Wir sehen es hier nochmal, was entscheidend für das Tor ist. Er setzt sich unglaublich gut durch. Lässt die komplette Abwehr einfach stehen und sich den Treffer natürlich. So, 14. Nehmen. Minute. 2-1, hier ist noch alles drin. Ja, aber da war doch drin sie. Oh ja, verdammt. Schön. Andresen. Könnte jetzt was werden. Ist es das jetzt? Aber wichtig, dass er da zur Stelle ist.
Er wird für ihr Spiel heute sicher wichtig sein. Weil er macht ja im Moment in der Liga, was er will. Ja, vor dem Tor, zack, ist das Ding drin, da kann ihn keiner stoppen. Ah, aber jetzt bekommen sie erstmal die Chance. Er stellt den Körper rein. Und das ist nicht wahr. Blocken. Also wir sind jetzt gerade dran am Ausgleich. Muss man gerade mal so sehen. Sie finden kein Mittel gegen diesen Druck. Da trennt er ihn fair vom Ball. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukommen. So, Andresen jetzt alle. Er holt den Ball mit der Grätsche. Ja, Morgana, gut gelöst da. Ja, das ist das Problem, wir kriegen aber die Bälle nicht nach vorne. Er kann dieses und wieder so ein blöder Fehler da nicht drin. Nee, da haben sie einfach kein Glück. Riesenchance, aber da müssen sie vielleicht auch mehr rausmachen. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Ah, kriegen wir es hin. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Könnte auch gelb gehen. Genau richtig so, das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. Jetzt ist wieder Victoria ein bisschen aus dieser Verankerung raus. Jetzt der Schuss. Zu unkontrolliert abgeschlossen, die Kugel geht deutlich übers Gehäuse. Victoria ist wieder so ein bisschen drin im Match, nachdem man mal so ein bisschen raus war gerade. Und dann ist der Ball weg. Da kommen solche Bälle aus. Schiri. So, Vorteil. Ich glaube, das könnte gelb geben. Jetzt reicht's endgültig. Jetzt gibt's gelb. Und es war ja nicht sein erstes Tor. Die Ermahnung vorhin hat scheinbar nicht viel Wirkung gezeigt. Ja, Beifall. Du holst dir den Ball mit der Grätsche und der bleibt liegen, weißt du? Sie spielen steil, gefährlich. Klasse gespielt, guter Steilpass. Und hopp. Wahnsinn, gehalten. Oh, das war schwer. Das war richtig schwer. Was für eine Parade. Kurz ausgeführt. Guter Spielaufbau jetzt. Und er hat den Ball. Das ist nicht, wollte ich sagen. Ganz kurze Nachspielzeit nur. Eine Was ist Minute das hier? Hier zusätzlich. Hey, du spielst jetzt mal nach vorne und dann läuft er gegen den Spieler bei Pause. Liegen. Gleich geht's hier weiter. Gut, weiter geht's mit Halbzeit Nummer 2. Ich muss leider ein bisschen wechseln, das ist das Problem. Datei rein. Ja, wie gesagt, das ist auch wieder diese scheiß Anfangsphase. Die ersten 10 Minuten, dann kriegst du zwei und Stück. Und jetzt geht's hier weiter. Und rennst im ganzen Rückstand hinterher. Auf Sterne. Jetzt Platz. Gegen Bubala, der geht weg. Hey, das muss ein Ausgleich sein. Klasse gemacht, stark geblockt. Bubala. Ja. Vorteil, Spiel läuft weiter. Fick. Ja, und das ist auch gut so. Aber wir hören den Pfiff. Ah, vergiss es doch, Alter. Freistoß. Gut vom Schiedsrichter. Er ermahnt den Spieler, anstatt gleich die Karte zu zeigen. Und wir sehen, Kommunikation ist wichtig auf dem Platz. Der Spieler weiß jetzt ganz genau, dass er aufpassen muss. Na ja, klar, es ist jetzt gerade ein bisschen. Jetzt haben die Spekulationen um ihn ein Ende, denn sein Wechsel zu Manchester United steht fest. Es ist wichtig, dass er jetzt Klarheit hat. Für das den Spieler wahrscheinlich. Ist es sonst eine sehr unangenehme Spezial. Situation. Das aber ist egal. Nicht unsere Preisklasse, nicht unsere Preiskategorie. Wir haben unser eigenes Problem gerade hier so ein bisschen. Zumindest einen Punkt würde ich jetzt hier noch mitnehmen. Da kommt der Lupfer. Der Lupfer führt nicht zum Tor. Gehalten. Stark gemacht, wartet lange und setzt sich dann in diesem Duell der Nerven durch. Ja, kriegt er den überlaufen. Boah, hat der Glück, ey. Hat der ein Schwein. Also, dass er mal an Pfosten geht und zweitens, dass der Nachschuss nicht drin ist.
Sehr guter Einsatz. Geben Vorteil nach diesem Foul. Jetzt ist er durch. Eckloff, Eckloff. Das gibt's doch nicht, gehalten. Jetzt ist er durch. Und jetzt ist er hochverdient, Andresen, bereits zu 2-2 in der 65. Es ist so verdient. Es ist so verdient. Wir sind so dran gewesen. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade. Richtig gute Parade. Aber der Ball kann nicht geklärt werden. Und das ist eben gefährlich. Nächste Chance. Jetzt ist es so. Dann verpasst das Ding nochmal. Der Rechtsverteidiger mit dem 2-2. Sie schaffen hier wirklich noch den Ausgleich. So, was für ein Ding. Jetzt haben wir zumindest mal den Ausgleich hingekriegt. Wie auch gegen Zwickau. Jetzt Lemnios. Lemnios. Der will. Wird das die Führung? Wir können erstmal blocken, aber. 3-2! Er gibt den Freistoß doch. Zuerst hatte er auf Vorteil entschieden. Wenn ihr jetzt Freistoß für mich gibt. Ich hätte das Ding jetzt fast gedreht, weil das wirklich. So, Meier kommt jetzt rein. Der hat jetzt Siegtreffer noch gemacht gegen Oldenburg. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Und jetzt dieser tolle Und Stand. Auch gegen die Viktoria? Fragezeichen. Abwehr kann erstmal wieder durchatmen. Oh, das war eine wichtige Parade. So bleibt es hier erstmal weiter beim Remi. Sie greifen an, man spürt diesen Schwung. Wollen sie jetzt auch vor dem Gegner? Leider nicht. Pass wird abgefangen. Mann, der hat doch nicht. Nicht hingehen. Ist absolut gelbwürdig. Und dann zeigt er ihm gelb. Kann man durchaus geben. Piri, gelb. Er entscheidet schnell und richtig. Mach Schiri, lass doch mal das Spiel laufen. Gute Möglichkeit. Das ist korrekt, es gibt gelb. Die gibt vielleicht nicht. Jeder Angriff wird weggepfiffen von ihm, ey. Das war natürlich gar nichts. Ein Freistoß zum Vergessen, das können sie besser. Ja, ist egal. Oh, jetzt werden sie wechseln. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Vielleicht jetzt mal über die Außensabahn. Andresen, der hält zum 2. Wenn sie hier noch den Sieg holen wollen, 2 zu 2. Angriff tunlichst verwerten. Da pfeift er. Da macht er nur einen Schritt und dann hat er weh. Ein Pass mit viel Auge. Weißt du. Vielleicht die Führung jetzt. Das war boah, das darf nicht. Das. Jetzt könnte die Chance entstehen. Abseits. Gibt Abseits, ist völlig klar. Puh. Aber das hätten sie vermeiden können. Wenn der Pass einen Moment später kommt, ist niemand mehr im Abseits. Ja, diese Geduld musst du natürlich haben, sonst kommt sowas dabei raus. Meier. Gut dazwischen gegangen. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Immer noch unentschieden. Vielleicht jetzt spät noch mal die Chance. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Sie gehen in Führung. So kurz vor Schluss. Das Ding müssen sie gewinnen. Es ist zum Kotzen. Es ist so zum Kotzen. Wir schauen uns die Wiederholung noch mal an. Die erste Chance noch klasse pariert. Aber. Er kommt da nicht mehr hin und dann Chance ist es das 3-2 für die Viktoria. Das Ding ist durch. Das gibt die zweite Saisonniederlage. Und wir kriegen es noch wieder einmal nicht hin. So, das war's für heute. Die Gäste haben dieses Spiel also verloren. Damit ist es hier in der Liga also die knappe, diese ganz knappe Niederlage geworden. Es hätte durchaus anders ausgehen können. Ah, das Ergebnis wird Sie ärgern. Ich finde ja so schlecht wahnsinnig. Das war eine ordentliche Leistung. Ja.
Kann ich aber nichts von kaufen. Das ist wirklich eine gute Leistung. Wem sie heute diesen Sieg zu verdanken haben, ist klar. Später Siegtreffer, das war super gemacht, bärenstark, weiß die Mannschaft natürlich auch. Aber es ist wieder die scheiß Anfangsphase. Es ist das zweite, dritte Mal, dass sie jedes Mal in der Anfangsphase die Gegentore schluckt. Jedes Mal schluckst du Gegentore. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Oh Mann, ey. Sie waren das bessere Team. Punkt, Ende, aus. Natürlich war der Sieg irgendwo verdient, weil sie die Chancen halt hatten. Ja, du hast halt die Tore nicht gemacht, der Freunde. Ja. Ich danke Ihnen. Ja, also jetzt müssen wir natürlich nach oben ein bisschen abreißen, leider, lassen. Das ist jetzt das Problem. Aber es wird jetzt nichts uns umwerfen. Wir sind jetzt 8er nur noch. Diese Niederlage tut extrem weh, aber ist halt einfach so. Ärgerlich. Ärgerlich, das ist ja nämlich gerade so ein bisschen, ja. Gut, dann würde ich sagen, mal Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder und dann hoffen wir, dass wir das Spiel ein bisschen besser machen können. Aber warte mal, wir haben gerade noch ein paar Nachrichten in den Postergang. Das sehe ich gerade jetzt. So. Gut. So. Gut, dann machen wir jetzt Feierabend. Wir sind jetzt in der nächsten Folge wieder bei FIFA 23 und hoffen wir, dass wir ein bisschen Luft nach oben haben. Und ob wir das hinkriegen. Sehen wir dann. Bis dann. Ciao.